Ramon Berndroth, Spieler, Trainer und Sportkoordinator. Seine Fußballstiefel schnürte er einst für seinen Heimatverein Mainz 05 und die Amateure von Eintracht Frankfurt. Ein Adlerträger war er auch als Co-Trainer von 1991 bis 97. Ob Jupp Heynckes oder Dragoslav Stepanovic, er hat sie alle miterlebt. Später ging Berndroth zunächst für 2 Jahre zum Lokalrivalen Kickers Offenbach, musste aber noch vor dem Zweitligaaufstieg das Handtuch werfen. Dennoch sollte er noch 2-mal zurückkehren. Zwischendurch beim FC Eschborn dann sicher einer der bittersten Momente: Insolvenz und Zwangsabstieg. 2006 Rückkehr nach Offenbach als Interimscoach und U23-Trainer. Ramon Berndroth, ein Typ, der ankommt. Er ist vor allem menschlich, ja. Und mit ihm, wenn man mit ihm redet, ja, muss man nicht doppeldeutig denken, dann versteht man, was er sagt, weil er spricht einfach alles klar und deutlich an. Ja, er ist ein offener Typ, der auf die Spieler eingeht und auf jeden Fall ein sehr guter Trainer ist. Ich kenne ihn noch von der Eintracht damals und ich freue mich, dass ich unter ihm trainieren darf. 2008 dann wechselt zurück nach Frankfurt, diesmal zum FSV, als Co-Trainer und Coach der U23. Zugleich sein vorerst letzter Trainerjob. Wieder Rückkehr nach Offenbach, diesmal als Sportkoordinator. Seit dem Lizenzentzug der Kickers ist der sympathische 61-Jährige Leiter des Nachwuchszentrums und Scout. Ramon Berndroth, ein Typ, der sich wohlfühlt in der Region. Zu Gast also heute bei Profis persönlich, Ramon Berndroth. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind hier am Biberer Berg, deiner vorerst letzten Station. Du bist seit dem Lizenzentzug der Kickers ja nicht mehr Sportkoordinator, aber unterstützt die Kickers nach wie vor. Ja, also ich bin der sportliche Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum. Und darüber hinaus ist richtig, unterstütze ich auch unseren Trainerstab in der ersten Mannschaft, indem ich zum Beispiel sehr viel scoute. Du warst ja dann eine deiner ersten Stationen bei Eintracht Frankfurt, wo du auch schon früher bei den Amateuren gespielt hast. Hast dort als Co-Trainer angefangen, 91. Und wir haben mal etwas aus der damaligen Zeit rausgesucht, nämlich deine alte Autogrammkarte, noch mit damals modischem Schnauzer. Wie lange hast du den eigentlich getragen? Ja, ewig, bis irgendwann wurde es mir zu viel da immer. Da war ich zu unbequem war der mir und haben weggemacht. Das war so Mitte der 90er, glaube ich. Oder Ende der 90er. Ich weiß es gar nicht mehr. Hat irgendwann nicht mehr so ganz in die Zeit gepasst. Hat irgendwann nicht mehr in die Zeit gepasst. Ja. Ich hatte es vorher schon mal. Da gibt es eine kleine Anekdote. Mein Sohn war 3-4 Jahre alt. Ich kam vom Trainingslager zurück, hatte da schon mal weg, den Schnauzer. Und er hat sich gefreut auf den Papa, kam ins Badezimmer morgens. Die Mama sagt, Papa ist da. Er kommt und guckt mich an und sagt, Und guckt so, als wie er ist es und er ist es doch nicht. Und da habe ich ihn dann erst wieder wachsen lassen, ne? weil mir gesagt hat, nee, den Kleinen willst du nicht verängstigen. Aber dann irgendwann, naja gut, sind so. Einer deiner ersten Chefs bei Eintracht Frankfurt, einer deiner ersten Trainerstationen als Co-Trainer war kein geringerer als Dragoslav Stepanovic, einer, der ja vor allem für seine Sprüche bekannt war. Gibt es da so eine besondere Anekdote, die dir zu Steppi einfällt? Anekdoten weniger. Ach, hätte ich das gewusst, die Frage. Ich habe zu Hause mir viele Sprüche von ihm aufgeschrieben. Warum? Weil sie fast einen fußballphilosophischen Charakter hatten. Hatten. Also er hat auch damit auch gewisse Fußballlehren transportiert. Es war also nicht so, dass es nur dieses berühmte Leppe geht weiter. Gut, das ist jetzt aus der Situation heraus, dass er gesagt hat, naja gut, irgendwie wird es weitergehen und das ist ein Kultspruch geworden. Aber er hat viele Dinge gesagt, jetzt fällt mir natürlich spontan keiner ein, wo ich sage, genau so ist es auch richtig, dass man den Fußball so lehrt. Und er hat ihn oft in eine kleine Versform gebracht. Wie hat er mal gesagt? Leute, die sich nicht bewegen, sollst du Ball nicht geben. Oder solche Geschichten, ja? Die ja auch inhaltlich richtig sind.